Sales Leitlam. Ich krieg alles nicht so gut hin. Ich krieg jetzt hast du mich nicht gerettet, okay. Aber ist da gleich. Sales Leitlam, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Undercover City Roll Podcast. Hater hat einen Song, dass ich davor irgendwie falsch aufgenommen habe, dass ich das Intro jetzt nochmal neu aufnehmen muss, aber alles lügen. Natürlich haben wieder mal keine Mühen und Kosten gescheut und ihr mal wieder ein wirklich traumhaftes Konzept ausgedenkt, einen guten Podcast-Vorschlag gebracht und jetzt werden wir das heute her, nämlich die Top 3. Und um zu schauen, ob das der Adam auch gut verstanden hat, würde ich sagen, erklärt sich gleich der Adam noch ein Intro. Enke Unterhaltungspodcast in Südtiroler Dialekt. Undercover Südtirol! Genau, Hater sagt, nein, dass ich mich beim ersten Versuch teuflisch verrettern und vielleicht kriege ich das mal rum. Hey, gut. Gut, dass wir kaum Hater haben. Und zwar hat sich Dodo gerade schon richtig aber das cool Simulek und ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Und jeder wirft so, jeder drei Top-3-Momente. Zum Beispiel sage ich, meine Top-3-Erlebnisse. Dann sage ich die haben und dann ist es ein Top-3. Und ich, was das bringt, bin vielleicht ein bisschen vorbereitet, vielleicht auch nicht. Der Grosche ist höchstwahrscheinlich auf sie auch nicht vorbereitet. Ich weiß Und die Ohren müssen halt spontan ein paar rauslassen und das kann recht cool werden. Das Gewisse wird man vergessen, vielleicht fällt er morgen noch frieren. Ah nein, das war besser gewesen, aber ja. Gut. Passt. Aber erst haben wir natürlich um mit den Fails der Woche. Logisch. Noch ein Intro. Fail der Woche! Oh! Gut. So, perfekt, dann hey wie wieder un. Hey, wie beim Versuch dafür. Da waren wir schon Adams und Michis Fail. Ja, haben wir schon gehört. Deswegen, genau, aber die Reaktionen probieren es einfach so echt möglich zu machen. Ja. Genau. Und ist zwar, ist Meiniger, der hat sich heint. Entschuldigung. Nein, das ist echt. Ich kann es auch nicht glauben. Und das hat uns ja voll überrascht. Lass mich raus. Es hat mit deinem Hund zu tun. Ja, aber er war schon auf der Instagram-Story. Ja, ja, logisch. Voll Instagram. Genau. Und heute hat mich in der Früh der Hund geweckt, indem er so viel auf die Tiere gekrallt und hat sich im Moment noch ein Löch. Und heute tut er normalerweise nie. Ich weiß nicht, was er heim gehabt hat. Vielleicht hat er ihn weggekehrt. Und nachher hat die Schwester von mir das Auge getan und der Hund kommt rein und hupft mir so viel ins Gesicht. Und normalerweise, wenn er es schon einmal schafft ins Bett, weil ich nicht rechtzeitig Augentür, legt er sich einfach in die Ecke und ist ruhig. Aber heute hat er sich irgendwie gebildet, er müsste mich wach kriegen oder die Nase so wenig gebissen und den Arm. Und dann ist er kurz um auf die Couch, hat dann Söcke geholt und ist wieder gekommen mit den Söcke. Ich war auf alle Fälle hellwach. Und die Schwester hat ein Foto gemacht. Echt ein geiles Foto. Sieht man auf Instagram, wenn man ihn folgt. Ja. Deswegen, rentiert sich. Ich jetzt zwei Fails der Woche. Und zwar, bei dir ist gerade ja, Hey Siri umgegangen, oder? Ganz genau, Hey ist Fail Nummer 1. Und, aber nicht, weil es jetzt gerade umgegangen ist, sondern weil es heute das vierte Mal ist, dass mir der... Spricht für Apple. Der Pläne unterbricht, weil irgendwas Wichtiges, was ich tue, okay? Und nach dem Podcast deaktiviere ich die Spracherkennung auf dem Laptop. Das geht mir so dermaßen auf die Nerven, weil... Ian Heike müsst. Aber Lorenz, sagst du, Podcast ist wichtig, ist ja eigentlich schon einmal. Nein, aber schau, heißt Ian Heike ein Deutschreferat filmen gemisst, gell? Und haben dann auf dem Laptop in Ton aufgenommen, okay? Und gleichzeitig auf einem anderen Bildschirm die Bildschirmaufnahme von der PowerPoint gemacht, okay? Jetzt ist mir während der Blend-Präsentation dreimal Deadwind umgegangen und hat mir jedes Mal alles unterbrochen. Bis mir es irgendwann so viel auf die Nerven gegangen ist, dass ich einfach. Ja, sein Laptop. Nein, das ist auch so noch. Ich habe es nicht mehr, weil in Anfang ist es nochmal umgekehrt. Aber ich habe es noch einfach ins Video reingeschrieben, ich habe es jetzt ausschneiden gewählt, deswegen habe ich es drin gelassen, um authentisch zu bleiben. Das ist mir so viel auf die Nerven gegangen. Und das Gleiche jetzt, ohne dass ich nicht einmal was gesagt habe, du hast gerade geredet mit Kopfhörer und der geht auf einmal um. Ich sage das, ich kriege die Krise mit dir. Gut, erster Fehler der Woche. Schiebe ich schneller Benzin. Und zwar, ich habe keine Apple Watch, ich habe noch einen. Und der ist so krass. Gestern bin ich beim Essen gesessen und ihr dort tak, also ihr dort hey, Punkt, gesagt, ihnen gar nicht gesagt. Und auf einmal kommt sie, das hier sind die folgenden Ergebnisse zu Praxa-Wilze. Das ist so blöd. Zu Praxa-Wilze. Wir haben mit über Praxa-Wilze geredet. Auf einmal, und das passiert öfter, auf einmal, ich rede mit ihren Gebern und dann kommt, ich habe das nicht genau verstanden. Apple. Oh, weil ich mich hat ja eigentlich bei der Apple Watch, mich hat ich da,
den Knopf da auf Seite lange gedruckt halten, dass er überhaupt reagiert. Aber nein. Beim Handy hat sie sich bei mir noch nie ausgesehen eingeschaltet. Aber beim Laptop die ganze Zeit. Nein, mir auch nicht. Die ganze Zeit. Herrlich. Ja. Und jetzt der authentische Spotify. Okay, und jetzt der zweite Fehler, Woche, auf den, was ihr wieder voll überrascht reagieren müsst. Und zwar, ich habe mich gestern gesundheitlich nicht ganz so fit gefühlt, okay? Nein. Wirklich? Und mit dem Sam... Hast du jetzt ein bisschen niedergelegt? Mit dem... Um 17:30. Ich schätze mal. Also, ich meine jetzt, ich im Kopf gehabt, okay? Also, ich habe jetzt nicht irgendwelche krassen Corona-Symptome gehabt. Und nachher habe ich mich tatsächlich niedergelegt, wie der Adam schon richtig vermuten hat, die Zeit. Also, ja, der Alex hat es vermuten, Adam hat die Zeit richtig vermuten. Um 17:30. Und habe eigentlich gewählt, so eine halbe Stunde ein bisschen liegen, damit halt der Kopf weggeht. Und dann ist es verpennt. Ja, man kennt's. Bin aber erst um... Und dann bist du auch gewachsen. Um 14:30. Um 3 oder so. Ah. Ja, genau. Um 14:30 bin ich nach Hause gewachsen. Ohne Witz. No joke. Und dann hast du vergessen, Nachtschwange nicht zu trinken. Das ist ja klar. Ja, und dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich Nachtschwange nicht trinken kann. Und ich schlafe wirklich jede Nacht mit Nachtschwange. Aber mir das ist den nächsten Tag voll auf die Nerven geht, wenn ich so. Haben der Vorräte mal mitkriegt, was ist denn eine Nachtschwange? Ja, wenn ich eine Zahnspange kriegst kaputt, kriegst du eine Nachtschwange. Das ist so Kugel, das, was in dem, was ich nicht tusche. Hartplastik, oder? Ja, hinten Plastik, vorne Metall. Ah, okay. Und ja, nein, das bin ich eben aufgestanden, ins Boot gegangen und in Saline getan. Da war ich wirklich hellwach und also nicht mehr in der Schlafen. Und um 14:30, muss man dazu sagen. Und haben da alles probiert, um hinzuschlafen. Nichts hat funktioniert, aber dann irgendwann hat es echt funktioniert. Klassische Nullgeschichte und die haben da geschlafen, bis heute noch früher. Und leider hat mich keinen Hund. Grausche, und einen kennen wir noch nicht. Ja, mein kennt das tatsächlich noch nicht. Meiner, also ich habe heute die erste Vorstunde gehabt. Und ich bin zu der Vorstunde hingegangen und die haben mir gedacht, man, jetzt muss ich irgendetwas Intelligentes sagen. Weißt du, und irgendwann, ich sage etwas, um so zu tun, als ob ich mich mit Autos halbwegs auskennt. Und dann setze ich mich in den VW Golf vor zurück und während der Fahrung sage ich, man, der Diesel ist schon von so viel feiner wie der Benzin, das sind Welten. So, ich habe wirklich getan, als ob ich das total spieren. Und dann sage ich, wo siehst du, dass das ein Diesel ist und kein Benzin? Und dann habe ich gedacht, das ist sicher ein Trick. Und dann habe ich gesagt, ja, VW Golf sind Wolf-Diesel. Ich war irgendwo der fixen Überzeugung, dass das 1000%ig ein Diesel ist und der deswegen viel feiner geht. Und dann schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es ein Benziner war. Und ja, ich habe eine richtige Mutterfigur gemacht. Aber man muss ja dazu sagen, dass die Vorschulautos wirklich unglaublich fein sie vor uns sind. Gell? Extrem fein. Ja, und das Ding ist, weil ich habe jetzt den Führerschein schon eine Weile, aber darf jetzt halt deswegen lange noch mit kleineren und schwächeren Autos fahren. Und wenn du das Vorschulauto gewöhnt bist, heißt so viel schön stark, gell? Wenn du so aufs Gas gehst, da kommst du so viel schnell vom Fleck. Ja. Das geht jetzt dann für ein Jahr lang nicht mehr. Das Gefühl zu haben, weißt du? Das geht mir richtig auf die Nerven. So, aber weil das ziehe ich brutal. Das ziehe ich echt brutal. Und da, der stirbt dann da viel freier, aber es ist aber. Ja, hell ist, weil er daneben alles tut und du nicht duschst in den ersten 3 Stunden. Na was? Er hat gar nichts gespielt. Ich bin so viel ein Vollprofi, was meinst du, dass da irgendjemand anders hat ans Team muss? Hoi, hallo. Okay. Kannst du jetzt rückwärts fahren, um auf einen freien Fehler Woche ich kann jetzt tatsächlich rückwärts fahren, aber heute nicht, weil ich rückwärts da schaue oder so, sondern weil ich nicht gewusst habe, wie man den Rückwärtsgang rein tut. Weil heute muss man so wie ein Auto oder anheben, hängt ein bisschen auf ein Auto und die haben es einfach nicht gewusst, dass man es. Deswegen habe ich es eben nicht richten, habe ich gleich. Naja, heute ist kein Problem. Gut. Kommen wir zu den Empfehlungen der Woche. Noch nie drauf. Triple M made my day. Nein, nicht Triple M. Nein. Okay, das war jetzt der lastigste Moment von uns zu Alex, der lastigste. Unter Michi noch gleich. Ja, ja. Habe ich Sorgen gewählt, ja genau. Triple M noch ein Intro. Das war jetzt voll schön synchron. Hey, wir auch wieder un, weil ich im Flow bin. Und zwar hat sich mein Triple M gestern, also Sonntag, auch gespielt. Und ich habe ein Schwimmrennen gehabt und bin mit dementsprechend wenig Erwartungen hin, weil nach der OP und in 3 Wochen ausgesetzt und war erst seit Dienstag wieder im Wasser. Und ja, ich habe leider 50 Kilometer gemacht, also kurze Strecke, weil ich dann ganz übertreiben ist, was nicht. Und das Inschwimmen, also wo die praktisch hinwärme, ist relativ gut gegangen, außer Startsprünge. Also ich habe den Trainer selten so, normalerweise Startsprünge habe, kann ich halbwegs bis auf die Reaktionszeit. Und einfach alles selber noch nebengegangen, alles scheiße. Ich habe 4 Wochen keinen Startsprung mehr gemacht, das hat ja ein Hohlkreuz drin gehabt. Jemand hat ein Foto gemacht und was nachgezogen. Wie? Nein, das war einfach scheiße.
Und dann ging der Trainer, ja, lass mal, bringt ja nicht mehr. Und dann bin ich praktisch den Rennen hingegangen und wirklich nervös gewesen, weil ich das letzte Rennen im Ende September Anfang Oktober gehabt. Das letzte richtige. Weil du hast ja, also wir haben schon das Proberennen haben wir gehabt, genau, wo es eben aber wirklich, wo jemand, also mit Gegner wirklich. Ja, richtig sein halt. Und ja, dann ist so viel perfekt gegangen. Also es war gerade die Bestzeit. Ich habe, wenn sich jemand sagt, ich habe mit 27 tief gerechnet und bin nur 26 Mitte geschwommen, mit was ich wirklich voll zufrieden war. Ja, es ist schon einfach hier mit der Bansierkasse gerechnet, wie es nachher war. Aha. Und, na gut, dann sagt man schon 27 und 26 Sekunden halt. 26 km. Was? So viel schwierig ist es nicht, aber ich kann mir unter dem nichts vorstellen, weil ich meine, eine halbe Sekunde ist jetzt halt viel, wa? Auf einem 50er schon. Auf einem 50er ist sehr peinlich. Ein Schwimmprofi. Er ist echt viel. Also wenn ich eine halbe Sekunde hintern... Ja, Leichtathletik-Sprint ist halbe Sekunde auch voll krass. Extrem ich bin viel. Etwa eine halbe Sekunde hinter Johann Pantelfinder. Du bist auf die 50 Meter vier lang hinten. Ja, 5 Sekunden? Und dort 5 Sekunden schlecht. Ja, na gut. Ja, 5 Sekunden war schon. Aber nicht schlecht, wenn wir schon vorne schwimmen, damit das auch hinkriegt. Ich meine, 5 Sekunden hinter die Ohren. Ah ja, easy. Was? egal. Um es fertig zu bringen. Der Start perfekt, alles Dings, alle happy gewesen. In Lauf, wo ich war, und ist ja gut gewonnen. Also top zufrieden. Gutes Gefühl gewesen. Ah, gut, perfekt. Weiter geht's. Schließe ich mich gleich an. Okay, meinen... Triple M ist, dass ich letzte Woche, also in Donnerstag, meine erste, also seit 5 Jahren Oberschulkarriere, habe ich meine erste gute Russischnote gekriegt. Was? Und ich war so stolz auf die 7 bis 8. Du hast eine Feier, was Homeschooling-Bonus. Nein, aber selber hast du so viele gute Noten, ohne Witz jetzt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht errichtet. Normalerweise bin ich allem so. Aber Homeschooling-Bonus? Nein, überhaupt nicht. Ich habe voll gelernt auf der Scheißprüfung. Was versteht man denn unter den Homeschooling-Bonus? Ja, das. Mich hat ein Koandra Schiller in die Scheiße reiten. Aber nein, wirklich. Ich habe voll keine Frage gelernt und haben mir ist Schwindel hergerichtet gehabt, aber haben es nicht gebraucht hernehmen. Und es war so ein schönes Gefühl. War so ein schönes Gefühl. Ich fass es nicht. Aber es war sowieso nicht gut gegangen. Bei einer mündlichen Prüfung Schwindel ist brutal schwierig. Hut ab. Siehst du, Hut ab. Hut ab. Deswegen, ja, ich war voll stolz auf mich. Latein-Abschlussprüfung. Anderes Thema. Okay. Ist gleich so, ich komme jetzt zu meinem Triple M. Und zwar hat Juve verspielt, einfach selber bin ich schon unmöglich glücklich, ich sag's wie es ist. Und gegen Benevento heißt es auch richtig, also so viel schlecht sein sie nicht, aber Juve soll halt schon gegen Benevento gewinnen. Und ein anderer Triple M, weil ich ein 2, die Woche für alle Formel 1 Fans, hebt wieder Formel 1 zu. Echt? Und auf sehr freut mich, weil ich so lange keine Formel 1 mehr gesehen habe. Deswegen freut es mich, dass Formel 1 wieder unhebt. Kann ich den Sonntag Nachmittag für den Fernseher wieder richtig fein verbinden? Ja, halt du ja meistens, muss ich ehrlich sagen. Wenn du nicht Fan bist, es gibt nichts Feines inzwischen. Ja, die ganze Zeit. Ohne Witz. Ja, aber mich spannt das auch voll. Ja. Wenn ich vor dem Fernseher sitze und dann so ein paar Runde 3, also Runde 1 bis 20 schaut man so ungefähr. Nach Runde 20 bis 60 schläft man so halb und von so 60 bis Runden. 70 die letzten 10 Runden. Ha? Ja, das sind also 30 oder so. Ja, hängt grob, wie lang die Strecke ist, weißt du? Ja. Deswegen kannst du nicht so einheitlich sagen, aber ich meine, nach den letzten paar Runden bist du wieder voll dabei. Okay. Normalerweise. Krass, stell dir einen Wecker. Ja. Ja, gut. Na, können wir zum Thema, Stunde, oder? Okay, passt. Ja, ist gleich. Das ist krass. So lieg gleich mein erster Top 3. Okay, fett sein, weil ich habe alle von meinen 3 vergessen. Voll blöd. okay. Vorbereiten, Michi. Obwohl ich so viel gut bin. Ja. Okay, ich habe einen noch nicht wieder. Zwei nicht wieder. Passt. Reicht schon aber. Okay, okay, gut. Und zwar, ich möchte verengen, die Top 3 Sachen, was mich so richtig nerven. Nerven? Okay. An uns oder an der Situation generell? Nein, generell, was sind es einfach nervt? Nein, was eng so richtig. Aufregen, wo man einfach sagt, boah, wieso denn? Okay, da ich was. Ja, das ist nicht mehr spontan ist, lass ich eigentlich gleich unheben und mein Reichen. Okay, hey, wie viel schon mit einem? Ja, nein, mit 3. Alle 3 hintereinander? Wir müssen überlegen. Okay. Ja, schon 3. Ich passe schon, aber... Ja, fällt 3 aus. Okay, erstens,
ist einfach mal so generell alle lauten Geräusche. Ich pack's nicht, wenn irgendwas laut ist, okay? Generell. Egal was es ist, ich pack's nicht. Was? Was? Wie meinst du? Generell, okay? Ich mag einfach nicht laut. Zweitens, ja. Ich hasse Babyblärren in einem Restaurant oder so, okay? Du darfst gern so normal okay. essen und ich sage nicht dagegen, ja. okay? Mich stört es einfach voll. Kann. Es gibt ja Leute, was überhaupt nicht stört. Ja, ja, ja. Und drittens, der Adam weiß es, oder Adam war schon mal bei mir, mein Nachbarshund. Das hat mich so extrem durchzeugt. Der ja. Paul. Ich sag's nicht, Alex, du hast es noch nie in deinem Leben gehört, deswegen kannst du das jetzt nicht beurteilen. Er kann nicht bellen, er ist zu blöd zum Bellen, deswegen kommt bald so außer. Und das stört extrem. Deswegen, ja, das sind meine drei Sachen, was mich sehr schnell aufregen können. Geil. So. Geil, geil, geil. Jetzt also eine von den Sachen, was mich richtig nervt, ist, wenn ich beim Waschbecken bin, mein Pullover zurückkrempel und er mal in die rutscht und nass wird. Es gibt wirklich fast nichts, was mich so viel stört, weil danach ist alles so nass und dann kannst du nicht mehr richtig bewegen. Es stört mich total. Gut, so, gut, gut. Nummer gut. zwei sind Sandstrände. Sandstrände noch mehr es ist stimmt, so nervig. Stimmt. Du steigst aus und tust den Sand überall, überall. Deswegen bevorzuge ich einfach Sandstrände. Weil ich dann da ja. liegt schon auf der ja, so Liga. Ja. Nein, eigentlich schon richtige Storne. So richtige Storne. So richtig eher. 4 Meter Durchmesser. Nein, Kiesel. Oh. Ja. Nein, aber ich meine so. Storne lang halt. Nicht ganz klein. Weil wenn sie zu klein sind, dann sind sie dann auch wieder überall. Deswegen. Das ist sehr sensibel. Und Nummer 3 hat mit meinen Kopfhörer zu tun. Ja. Was ist das so lustig? Was? Gleich weiter im Text. Meine Nummer 3 hat mit den Kopfhörern zu tun, das habe ich mir schon einmal gesagt, wenn ich beim irgendjemandem herrichten bin und Musik hoch und weggehe und der Kopfhörer geht außer vom Handy, der Stecker geht außer und, das ist Nummer 2, und das Handy kugelt noch wegen dem Dings oder wegen dem Impuls, was der Kopfhörer gibt, vom Regal oder was auch immer. Es stört mich so viel. Ungemein, ich glaube, das nächste Mal kaufe ich mal Bluetooth-Kopfhörer. Das letzte Mal Bluetooth-Kopfhörer, komplett schlecht geredet, aber ich kann es nicht. Das war kein Mehr. Fett. Gut. Nice. So, alles klar. Dann sind mein Top 3 Nachrichten. Ja. Und zwar ist der erste Links WhatsApp-Nachrichten oder Nachrichten im Allgemeinen, was sie mit dem Satz anheben, in die Unleiten gewählt, aber. Hast du mir noch. Leit mich um. Okay. Nein, ohne Witz. Das zweite war momentan Facebook. Also wenn ich auf Facebook hinlege. Und vergesst. Also, ich habe es deinstallieren gewählt. Facebook benutzt Facebook momentan. Nicht, ja, ich nutze es, um Zeug zu verkaufen und bin mit relativ viel Leuten befreundet. Und wir als Anderkauer sind die Rolle nutzen, ja. Ja. Aber wir auf Facebook. Wir auf Facebook. Nein, wir auf Facebook. Okay. Und also wie viele haben wir denn Freunde? Gibt es denn Freunde? Nein, wir haben Abonnenten. Also so Likes. Also wenn ihr seid, ihr schon Abonnenten. Und wie viele haben Abonnenten? Personische Freunde. Ich weiß nicht auswendig. Ja, na schau, ich weiß klar, also als authentischer Podcast-Gastgeber hat es die Beten da noch zu schauen auf Facebook. Dann müssen die Familie aus mir noch keine Lust. Also momentan Facebook. Wer momentan selber Facebook ist, weiß es, warum. Und das dritte waren so momentan die News, also wenn du momentan Nachrichten schaust, du wirst depressiv. Also es ist richtig eintönig und eigentlich rottern sie alle Tage die Zoolocher und... Man hört halt einfach jeden Tag immer noch das Gleiche. Das ist halt einfach irgendwann... Eben. Ja. Man wird depressiv. Schon nochmal Ausnahme, wenn eine Kühe auf einen Laster gebunden wird. Es postet da sogar Zeug. Aber man sieht, ja, das man postet sich automatisch. Wie involviert der Alex in den Podcast ist. Ist das rechts da, Community? Ist unsere Community, wo? Oder? Ich kenne mich da aus. Was jetzt? Du hast halt 78 Personen gefällt das, 9 ja, 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 Personen noch 78. Haben das abonniert. Also ja. ja, dann kannst du abonnieren. Ja, komm, auf alle Fälle, wir haben ja. Facebook. Wo? Egal. Ja. Aha. Und da haben wir alle Weile, wenn ihr auf Instagram das Postenschlag Hakele machen müssen, dann für wen postet ihr automatisch auf Facebook. Wer auch immer noch Facebook nutzt, ja. aber ist klar. Cool. Weiter geht's, okay. Michi. Was sind eure Top 3 Sachen, die es dient, um euch anzuregen? Also wenn ich was, also das schließt so ein bisschen an deine Frage an. Wenn euch irgendwas aufregt oder wenn ich es generell so einen strengen Tag habe, was tut das dann, um euch so anzuregen, um euch so zu entspannen? Willst du unheimlich, Mario, oder soll ich unheimlich? Ich habe am Morgen, wie weit ich komme und eventuell musst du übernehmen, wenn ich jetzt drei Außenstehgreifen aus der Greif. Okay.
Das erste war Musik kochen und haben wir am liebsten so eine Oldschool-Hip-Hop-Playlist oder so eine Reggae-Playlist. Also das ist wirklich so, ah, fein. Das zweite war, was auch recht gut funktioniert, ist Sport. Sport müsste dann wirklich Sportsport sein, wo ihr alles gibt. Es reicht auch schon, eine Runde zu gehen, vor allem mit dem Hund. Dann nehme ich mal einen Hund und gehe eine Runde. Das ist das komplette Gegenteil von mir. Genau das, was ich auch sagen will, dann sage ich ja gerade. Und das dritte war eine Netflix-Serie. Haut eigentlich meistens auch recht gut rein. Okay. Auch schon. Jetzt komme ich also Nummer 1, hätte ich auch Musik kochen gesagt, weil er ist einfach so ein Klassiker. Nummer 2, hätte ich gesagt Sport zuschauen, also wenn ich jemand beim Sport zuschaue, okay, entspannt mich. Und Nummer 3, es ist, ich weiß nicht, ob das leiern, aber wenn ich irgendjemand habe, was ich, wenn ich zum Beispiel mehrere Sachen habe, was ich erledigen muss, dann mache ich ganz zuerst das ganz das Leichtigste, weil ich mich nur gut fühle, weil ich schon was getan habe. Ja, okay. Ist strategisch laut. Heißt, was, von der Psychologie ist es halt gut. Das heißt, wenn ich irgendwie genervt bin, dann mache ich es ganz leicht, sondern dann komme ich auf ihr, jawohl, ich war halt produktiv. Okay. Und dann bin ich wieder zufrieden. Okay, dann geht logisch an. Okay. Was soll ich jetzt sagen? So, ja, ich trinke meine Sorgen alle mit 3 Liter Alkohol. Wie ist jetzt oben gewählt? Nein. Ein Backland Zigaretten. Ich gehe jetzt im Bahnhof und höre mir noch ein Grasl und noch ein Chili auf dem Balkon am Stindl. Nein, also meine 3 Sachen sind eigentlich ganz ähnlich wie die von. Also 2 sind ident. Also einmal ist Musik kochen, einmal ist Sport. Und das dritte. Haben wir alle 3 gehabt? Ja. Ja, du ein bisschen in abgewandelter Form. Also ich tat den Sport auch lieber. Ich war gesagt Musik kochen. Ja, aber Sport. Er redet von Sport. Also ich tat ihn auch lieber aktiv machen. Und das dritte war. Leichte Sports gefallen mir schon auch, zum Beispiel Skifahren oder so, aber so. Aktiv, da wo man nicht dir muss, wo man aber Arbeit ziehen lassen kann. Ja, weißt du, fein ist. Ja. Es ist gar ein bisschen anstrengend. Ja, na, logisch. Vor allem ein Buckel bist du ja ganz anstrengend. Nein, ich glaube da voll und ganz. Ja, ja. Da redet der Schiele auch ein zukünftiger. Ja, genau. Nein, und die dritte Sache war halt einfach so. War wieder mit Musik verbunden, so auf dem Balkon aus und hucken und einfach mal so an Nichtdenken. So beim Handy so Flugmodus ein, mit Spotify Premium flexen und Musik gehen lassen. Flex. Okay. Gut, also praktisch das gleiche wie der erste Punkt. Lass halt auf Balkon. Also so mit frischer Luft und so. Oder es ist irgendwo, ich bin halt oft einmal, wenn sie faul nachher hinzugehen. Cool, fühle ich. Großer. Dein Thema? Dein Top 3? Mein Dings, also meine Top 3 sind, also was sind momentan eigentlich Top 3 Newcomer? Und das kann alles sein, also irgendwelche Schauspieler, was ich neu entdeckt habe, oder irgendwelche Sänger, oder irgendwelche Sportler, oder so. Ich weiß nicht. Einfach also es kann jemand Bekanntes sein, ich habe ihn einfach für mich entdeckt. Ja, ja, genau. Okay, hast du... Ja, dann kannst du gleich mal unheben, ich weiß nicht einmal einen. Ich habe für mich... vor 3 Tagen mit seinem neuen Lil Materia neu entdeckt, oder wirklich Dings Materia ist der Typ von Lila Wolken, also er ist so das Lil, was jeder kennt. Ja. Und der hat jetzt ein neues Haus gebraucht und das ist recht geil und jetzt habe ich ihn auch gesagt. Das heißt irgendwas mit Marken, also. Gell? Keiner hier genau, bringt Marken. Also, das sind immer sogar rumgehört. Ich war früher voll Fan von ihm, weil er nur so coole Lieder gehabt hat. Ich finde seine Leute nicht so cool. Wohl, hey, und ich... Hätte sie weiß recht cool. Schatz, egal. Gott feiert da von mich. Ja, nein, na, das war Fakten. Fakten. Das zweite war, Oldschool Hip-Hop-Musik habe ich vor 5 Tagen ein paar gekocht und zufällig reingefetzt. Da habe ich also eine alte Playlist, die habe ich für 1,5 Jahre mal erstellt und nie reingekocht. Und jetzt hoch ich eigentlich seit 5 Tagen Lamasse. Also habe ich richtig für mich entdeckt und fühle ich voll. Und eine Mike Hunter-Reiter habe ich auch wieder entdeckt. Ich war früher schon voll Fan. Und dann habe ich zu den Buddies gesagt, weil wir mit dem Auto irgendwo hingefahren sind. Zum Training, darf man offiziell, sagen wir es. nimmst du die eine Mike Hunter-Reiter mit? Und ja, dann habe ich es mitgenommen und die ganzen Lila habe ich auswendig gekannt. Und dann haben wir mit das Album gekauft, was aus dem Thumbnail säcke. Und ja, richtig neu entdeckt wieder. Ja. Michi. Gut. Ja. Dann gehen wir zu den Empfehlungen der Alex. Woche. Nein, ich komme jetzt wieder mit meiner alten Leier und zwar hat der Tom McDonald ein neues Lied ausgebracht. Was für ein Newcomer. Nein, warte, ich rede mal nicht von ihm. Ich rede von ihm. Und ich habe ja seine Freundin schon einmal empfohlen. Ja. Und er hat jetzt aber ein Lied ausgebracht mit ihm, seiner Freundin, also ja, er ist auch dabei,
Und mit zwei anderen Typen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ich sehe nicht mehr das Lied und sie wenig auf den gekocht. Aber der hat eine fett geile Stimme. Und irgendwie so, weil er macht jetzt alleweil so drei Wochen... Was tut der Adam gerade? Ja, das, jetzt unterbreche ich mich, ich kenne das, wenn er es... Nein, mit die Porthole, scheinbar, wenn er es außen geht und da ist voller Wind, dann hat das dann auch im Lippenbereich immer so offen. Ja, okay, das kennst du im Winter auch. Ja. Und ich bin gestern mit dem Hund gegangen und dem Mundschutz und da war ein bisschen ungefeuchten, einfach von Atem, ja. Und dann habe ich da immer ein Kind gehabt und jetzt ist da alles offen und das beißt so brutal, das war irgendwie nicht so... Okay, ja. Nachher lassen wir ein bisschen Michi weiterreden, hast du gesagt. Nein, wie gesagt, er hat voll keine geile Stimme, weil er dann macht alleweil so drei Wochen macht er was anderes. Und zwar geht er ein bisschen so in andere Musikgenres. Letzte Woche ist er so ins Rockgenre gegangen. Nein. Und ja. Der Typ passt ihm irgendwie voll keine gut ein. Und hat mir voll keine gut gefallen. Dann, am zweiten, was ich wieder für mich entdeckt habe, hellisch, weil ich gestern nicht schlafen gekannt habe, habe ich nach langer Zeit wieder mal ASMR gegoogelt, weil man eigentlich jetzt immer gerne so schauen, was in der ASMR-Szene so abgeht. Ja. Und dann noch wieder in. Ja, genau. Und dann noch wieder in Raffi Taffy entdeckt und der war. Ich habe den Frier mal voll keine gefeiert, den von den Frier vor. Den kenne ich tatsächlich. Vor vier auch. Jahren, ich von den alle Videos geschaut. Der ist der eher fester Typ, gell? Und der hat mega grottenschlechte Videos früher gemacht von der Qualität her, okay? Der hat mit so einer Webcam aufgenommen, mit so 360p. Von denen habe ich sogar einmal zufällig ein Video gesehen, wo der mit so irgendeinem Roommate aufgenommen hat. Das ist voll geil, der Typ. Und jetzt mittlerweile hat er so richtig eine krass gute Kamera, so richtig krass gute Mikrofone. Und dann praktisch das Sam wieder für mich entdeckt. Und ja, hat mir zwar geholfen und hinschlafen, aber echt da. Und das waren meine zwei Top 2 Newcomer. Dritter fällt mir leider keiner hin. Gut, dass wir es Top 3 genommen haben. Aber ich gleich. Weißt du, dass wir zu der Ergänzung eine 2 eingefallen sind? Okay, Kim, fällst du noch einen los? Ja, einen. Nein, ich weiß zwei. Ich habe jetzt niemand über einen anderen stellt. Erstens war das neue Lied von Rin mehr Jansen geschickt. Finde ich richtig geil. Rin habe ich nie gekocht, nie. Aber das neue Lied ist also rockmäßig richtig geil. Habe ich voll gefühlt. Und das nächste war... Und ich habe früher in die Gruppe geschickt, der Garage hat es eh gefühlt, die hat es recht gut gefallen. Und zwar heißt der Typ Disaster. Der Name ist Ist ein Rapper. Mhm. Ja, ein Deutschrapper. Hat vor kurzem, am 12. März, das neue Album rausgebracht. Und er rappt ein bisschen politisch. Okay. Ich weiß das gerade. Ja, kann man so sagen. Ach, ist der Typ? Ja, auf alle Fälle. Was alles übertrieben hat, Deutschland ist eine Parodie oder so irgendwie. Das ist irgendwie ne? Nein, gut, ist gleich. Nein, weiß nicht, wenn ich geiler Typ hat auf YouTube so One-Takes, also so eineinhalbminütige Video, wo er alles hintereinander, also ich schneide nicht, richtig geil. Danke. Okay. Grauscher. Also meine Top 3 haben mit einem Event zitieren und das Event ist für mich ein Newcomer gewesen, weil ich es davon nicht gekannt und es ist das Festival di Sanremo. Habe ich das erste Mal geschaut, das habe ich noch nie geschaut und das war für mich praktisch auch komplett neu, weil Corona war ich halt daheim und habe es halt geschaut und das hat mich mega unterhalten, also wirklich extrem unterhalten. Und da waren zum einen der Dings da, der Typ, was allem geredet hat, der hat Fiorello geheißen, den haben wir mega unterhaltsam gefunden, also den haben wir davor nicht recht gekannt. Zudem ist er Inter-Fan, was allen Pluspunkte sind. Nummer zwei waren verschiedene Sänger, ich sage jetzt einfach mal drei, der Blanco, Colapesce Di Martino und Maneskin, was gewonnen, die sind ja alle überhaupt gekannt. Und Nummer vier, mich ist crushed, Orietta Berti muss einfach dabei sein. Oh yes. Orietta Berti, weißt du, das ist halt einfach, was soll ich sagen? Dann geht mir das Herz an, wenn ich es sehe. Ja, ich glaube, absolut. Ich glaube, das ist mich. Das ist Ehre. Ja. So, ganz gut. Einfach. Gut. Sehr schön. Adam. Es hat's wieder. Und ich glaube, es wert, dass jeder Leute zwei von dem macht. Ja. Ja, ich habe gerade davon so gewählt. Mein nächstes. Ja, was sind die Top 3 Zeitverschwendungen, Frank? Also wo er sagt, dass, wenn das ist, dann ist die Zeit einfach verschwendet. Es kann ja sein, was das Tech garantiert, wo so die, ich sage meine rein ab als Beispiel. Right? Also mein eins war zu viel Social Media und Snapchat. Also ich tue es nicht ungern, aber alle Fine, halbe Stunde ist um, wenn ich ein bisschen auf Instagram die Runde fetsche und was hast du getan? Nicht. Das nächste war so richtig Scheißwetter. Hast du einfach die größte Zeitverschwendung. Es kann sein wie gestern, dass ich einfach
ein Wind geht und es war irgendwie schön Wetter, wo mit dem Wind willst du den ausmalen, das ist schon Lippenfe. Und der dritte war, wenn du verletzt bzw. krank bist. Eine Riesenzeitverschwendung. Okay. Okay. Jetzt habe ich gerade gesagt, weil mir ist was eingefallen. Mir ist auch was hingefallen, aber ich habe es wieder. Okay, dann habe ich auf Rion. Also, beim ersten, mit dem zu viel Social Media kann ich mir dir voll unschlägen. Kann ich mich. Ist wurscht, ich stimme dir das voll zu. Und zwar habe ich genau gestern, während ich selber getan habe, ein Video gesehen, wo so ein Typ, es war auf TikTok, wo er so gesagt hat, und das ist jetzt, wieso ich Social Media lösche. Und dann hat er seine Bildschirmzeit gezeigt und er hat eine Bildschirmzeit von 10 Stunden gehabt. Was schon überdurchschnittlich ja. viel ist, heißt mir durchaus bewusst. Aber er hat nachher im Kalender eingezeichnet, wenn er in Schlaf wegtut und dann auch noch die Social Media Zeit wegtut, wie viel das er von einem Monat dann eigentlich noch lebt. Und es war extrem wenig, was ihm noch übrig war, okay? Haben sein noch einfach so fast zwei Drittel vom Monat waren einfach weg. Es ist. Hat der TikTok nur gelöscht? Ich glaube, der löscht gar nicht, aber das war halt so, das war halt ein cooles Video. Das hat mich voll hart getroffen irgendwie. Weil man halt echt gedacht hat, in der Zeit kann man halt einfach fett viel anders tun. Dann, zum Beispiel? Du kannst kreativ sein, du kannst Sport machen, du kannst für deine Zukunft etwas Ding kann planen. Kreativ sein, mir kreativ, good job. Na, dann nächstes ist, wenn du einfach daheim liegst und da so denkst, so, man, eigentlich könnte ich jetzt, wenn jetzt kein Lockdown ist, eigentlich könnte ich jetzt noch Brunneck fahren und mit dem und dem was trinken gehen. Aber du denkst dann auch so, es ist jetzt aber schon 3. Nein, tu es morgen. Und nachher bist du den ganzen Tag daheim und tust nicht. Weil du einfach so denkst, so, ach, jetzt wegen nicht 2 Stunden tue ich es halt dann nicht mehr. Und das finde ich halt auch voll verschwendete Zeit, wenn es so nicht mehr wert ist, etwas zu tun. Und dann drittens, wenn man einen Podcast macht, die Woche eine Stunde lang. wenn man Sachen tut, aber sie nicht richtig tut. Also wenn man sie so halbherzig macht. Wie zum Beispiel. Ja, ich finde, das ist nicht immer so ein schlechter Punkt. Aber ihm ist eigentlich mehr auf so Training bezogen. Also wenn du so ein Training machst, einfach damit du halt getan hast für den Tag, aber es dann halt leider so halbherzig machst und dass du dann eigentlich keinen positiven Effekt davon hast, außer dass du inreden kannst, in halt Training gemacht. Also, heran. Da kann ich mich auch nicht wieder. Okay, Alex. So. Jetzt habe ich alle drei vergessen, in die ganze Zeit alles im Kopf gehabt, aber eins ist mir zu dir gefallen. Also wenn du daheim sitzt, also ich weiß, der beste Sack kennt, und dann sitzt du auf der Couch auf Nacht, wo du denkst, ich schaue jetzt Netflix zum Beispiel. Und ich habe mir einen Film ausgesucht und den Film schaue ich gerne. Und dann schaue ich irgendwie ein YouTube-Video oder zwei YouTube-Videos oder so, und danach kommen wir eins ist zu spät, das uns heben. Weil dann wird es zu spät, dass ich ins Bett komme. Auf der anderen Seite, echt was anderes zu tun und ja nicht. Und der Zwiespalt, der stört mich richtig. So haben wir Punkt Nummer 1. Der zweite Punkt ist, wenn wir einen Podcast aufnehmen und irgendjemand aus unerklärlichen Gründen falsch aufnimmt, dann fühle ich mich jedes Mal wieder, zum Glück war es das Mal ich selber. Aber dann kommen wir jedes Mal wieder, mein Gott, das war es ja wieder mal komplett. Und Nummer 3 ist tatsächlich bei der Schule teilweise, wo ich sage, sich auch Sachen, was sie eigentlich lernen, damit sie gelernt sind, aber sie interessieren mich einfach nicht. Wo der 4 kommt, oh, also es gibt ja allem Sachen, wo du sagst, man, das interessiert mich oder so. Und dann gibt es einfach Sachen, wo du dann noch fragst, wieso habe ich mir das umgetan? Ja. Und er ist einfach, er zieht sich ja bei der Schule die ganze Zeit durch, besonders bei Fächern, was du nicht magst. Ja, er ist noch einfach am hürtigsten. Weil er zwangsbedingt alle im Stundenplan dabei sein. Ja. Wenn ich jetzt ein Beispiel nennen soll, Kunstgeschichte. Du hast Sprachengymnasium. Ich finde es Kunstgeschichte natürlich. Oh, jetzt kann ich Russisch so viel gut, ich soll sagen. Nein, aber als Beispiel, wenn dir Russisch voll gefällt, aber du musst, weil du Sprachengymnasium gehst, Kunst machen oder so. Mir gefällt Kunst relativ gut, aber wenn du mich zum Beispiel sagst, ihm gefällt es ja nicht, dann ist es ja totale Zeit verschwendet. Ja, das stimmt. Weißt du? Aber. Ja. Das ist wahr. Deswegen habe ich mich in Garage als Nachhilfe gebucht. Ja, das ist so. Kennt sich das? So ist das richtig. Nächste Woche wird es ein 1000%ig Adams-Fehler-Woche. Ich habe die Garage hingeladen und irgendjemand, der kann was, der ist eine Klasse, der hat eine Klasse in die 5. schon Matura und dann ist er hergekommen und der hat nichts gekannt. Der hat wohl ein Bier getrunken. Apfelsaft. Apfelsaft. Glühwein. Ja, wieso? Wir sind ja 18, wir dürfen ja. Ja, nein, er redet. Wir zwei schon. Wir können dir, was wir wollen. Stimmt. Ja, nein, gebuchen, quer als Nachhilfe. Ja, genau. Und Adam trinkt Alkohol. Ja, Alkohol für einen Radler. Für die Augen.
Ja, ja, aber ein Klon. Mit viel Limmer. Ja. So, ja, Michi, okay. Top 3. Enke, Trop, ja. Enke, ich kann nicht mehr reden. Enke, Top 3 Sachen, die ich in den nächsten 3 Jahren getan haben will. Wenn es Corona gibt, dann Corona gibt es nicht mehr. Ab morgen hört Corona auf. Also, sei es die Voraussetzung. Okay. Ja, geil. So, Leon, heben wir auch, wir sind gleich. Das Post jetzt. Zwei Sachen sind mir spontan eingefallen, ganz gleich. Easy, fällt's aus. Also, das erste ist, dass ich das Patent dann, ich hoffe, dass ich es das in 3 Jahren habe. Sonst ist das etwas gewaltig schief gelaufen. So, dann Nummer 2 ist, dass ich mich bei der Universität gut unterwähle, dass alles reibungslos funktioniert, auch mit Unterkunft und so, und dass es keine Komplikationen gibt, weil es auch so nervig, der Nachbar irgendwo hingeschrieben bist. Zum Beispiel in der Oberschule ist es ja am Anfang, musst du dich aktiv anmelden und danach bist du ja jedes Jahr automatisch, hast du noch ein Stück feiner. Ja. Selbst sind 2 Sachen. Und die dritte Sache, ich will unbedingt, dass Inter Meister wird. Ich kann es zwar nicht beeinflussen, aber die nächsten 3 Jahre einmal ein Erfolgserlebnis für mich als Fan, der war seit 10 Jahren wirklich die ganze Zeit geschaut hat und nie irgendeinen Erfolg gefangen gekannt hat, weil sie alle schlecht gewesen sind. Aber heuer sind sie bis jetzt erst, deswegen muss auf jeden Fall in den nächsten 3 Jahren kommen. Okay, das klingt gut. Geil. Ich habe 2, was ich voll beeinflussen kann und 1, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Die ersten 2 waren, ich lerne gern endlich einmal halbwegs gut Italienisch. Okay. Also, sie war recht, ich brauche die Bilder, deswegen. Was brauchst du, C oder B? B2 oder C1? B höchstwahrscheinlich. Das Herrchere, B2 ist Herrchere. B2 ist Herrchere, genau. C ist Muttersprache fast, eins von Muttersprache. Nein, er ist unvorstellbar von mir. Nein. B2 war das Hoch der Gefühle. Du hast mich noch nie drin gesehen. Ich spüre das. Weißt, da brauch ich ja Tränen hören. Ich sehe das. So, dass du gut Italienisch reden kannst. Ganz einfach. Ja, Punkt 2 war, viele Runden gekommen. Also, das war echt cool. Wenn du sagst, irgendwie mit einem Auslandsjahr, beim Stipendium, beim Stucken. Einmal Taschen. Genau. Einmal Prax. Also, egal, da toll eigentlich. Man kennt es. Da Front. Du, es hat einmal, ein weißer Mann hat einmal gesagt, ist gar nicht toll, müsste man einfach zumauern. Er hat ein ganz weißer Mann einmal gesagt. Ja, wer ist er? Sag mal nicht. Ja, ein weißer Mann hat nein gesagt, man kann es ausreichen, weil es toll ist, wie die Bewohner sind. Er hat der gleiche weiße Mann gesagt, ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, also viele Runde gekommen. Also so, Kanada, Neuseeland. Er war unbedingt, was ich einfach unbedingt. Und das nächste, was ich leider Gottes App beeinflussen kann, war 5 bis 10 cm wachsen. Ich will 1,80 werden. Wieso? 1,79 komplett enttäuscht. 1,80 Euro hat sein Lebensziel erreicht. Er genau, 1,79 rund Mau. Das kann schon leiden. Wieso, wie groß bist du denn jetzt gerade? 1,75 glaube ich. Nein, es sind kaum 1,75. Ja, 1,72 ist schon nicht so wichtig. Wo? Stört sich so viel? Ja. Das hat das jetzt schon einmal in einem Podcast angesprochen. Das haben wir schon einmal in einem Podcast. Anscheinend stört man das. Das war mehr so ein Witz. Bei den ganzen Sachen nehme ich es halb nicht der. Das meiste Herrscher, rett einmal zu. Das stimmt. Also, meine 3 Sachen, was ich in den nächsten 3 Jahren gern tat. Ja, die Matura war ganz nett. Ah ja. Wenn sich zufällig ausgeht, ich kann nicht viel dienen. In den nächsten 3 Jahren. Dann kann ich nicht aktiv beeinflussen. Ich kann nicht aktiv beeinflussen, wie es geht, sage ich allem, oder? dann ist das nächste, war, dass ich ja, auch für die Runde komme. Also vor allem jetzt, wo man noch jung ist und dort dann erst mit 80, weil man noch in Pension ist. Auch viel die Runde kommen, hast du jetzt gesagt, ja, oder? Dass ich auch, aber weißt du, was ich gedacht dann? Auch viel, der Ort vor dem Gardasee hat immer gedacht, hä? Nein, dass sie auch viel die Runde kommen. Okay, danke. Genau. Also wenn ich es einmal ganz, ganz weit haben will, dann auch mal besinnigen. Aber hell, muss man schauen, wie weit das mein Geld noch effektiv reicht. okay. Und dann war es noch, dass ich, also ich sogar so 4 Sachen. Dann war noch, dass ich den Sommer voll keine viel geile Sachen tue. Also wenn Corona zulässt,
logischerweise, hell ist noch zu schauen. Aber wenn es so also chillig ist wie letztes Jahr, dass im Sommer wirklich die Situation in Ordnung ist, dass man einfach, ja, also so ein paar coole Sachen, was ich, geplant hätte, war so in Italien ein paar Städte auch geradelt mit dem Auto. Gardatol zubauen. und da darf ich auch wieder so Roadtrips machen, weil es halt einfach, ja, jetzt noch ganz gut geht hat. Und dann war noch, also viertes so als Zusatz, dann so als Abschluss vor die, nein, warte, du musst noch auch noch was sagen, war dann noch, dass ich nächstes Jahr dann irgendwann vielleicht auch mal weiß, was ich gern tat. Und dass ich dann halt da wirklich, ah, hey, also, nee, dass ich dann halt da wirklich das tue, was ich halt gern tue und dann vielleicht damit ich irgendwas tue, irgend so ein Blödsinn dann halt. Ja, ja. Ich glaube, Blödsinn. Ja. Maura, Verbrauchwohn. Jetzt habe ich es erst verstanden. Oh Gott, es ist zu spät. Hast du mich auch verstanden? Ja, logisch, ich habe ihn verstanden. Noch den ganzen Garten. Okay. Ah, okay. Und ich schaue halt voll rot aus. Oh mein Gott, okay. Was soll ich? Rote Augen? Ich weiß nicht, google es einmal. Mein Gesicht ist rot, nicht meine Augen. Ja, ja, heute kannst du auch seine Ursachen haben. Angabe ohne Gewehr. Google es einmal. Gut, Alex, deine letzten Top 3. Hey, hast du schon Ah, ich muss jetzt was Neues sagen. Oder? Ja, ich denke, so Kimi Gold immer mit jetzt. Ja. Okay, okay. So viel rote Augen, alles lassen wir so irgendwo. Das ist jetzt, also die anderen. Ist andere mit den News, kann man dann noch sagen, okay, hey, war was Sinnvolles. Das, was jetzt kommt, das ist mir einfach spontan eingefallen vor 5 Minuten. Deswegen erwartet eigentlich nicht so viel. Also, Enke, Top 3 Tiere. Wieso nicht? Einfach weil, wieso nicht? Okay, unsere Top 3 Tiere. Alter. Soliune. Und ich hab so einen gemeinen Witz, gell? Ah, mei. Soliune. Oder willst du zuerst einen Witz sagen? Ja. Lass auch einen Witz sagen. Ah, dann sag deinen Witz, Kim, bevor du stickst. Meine Lieblingstiere sind Gardatoler. Nein, so weit gehen wir nicht. Alter, stell dir mal vor, wir haben Gardatoler zuhören. Ich weiß gar nicht, was du so für lustiger Gardatoler ist. Ja, weißt du, das Ding ist, du warst schon dabei. Weil das der weiße Mann gesagt hat. Du warst schon dabei. Deswegen. Ich gleich. Kakerlaken. Ein weißer Mann. Hoffentlich gibt es ein Gardatoler Reaction Video. Boah, hoffen wir. Boah. So viel war ein Tochter von jemand. Mir hat jetzt erst vor einer Woche, nein, heißt so lange ist es her, vor ein paar Tagen hat mir jemand geschrieben, oder hat mir ein Video geschickt, von einer von den letzten Stellen im Podcast, wo ich mir noch so gedacht habe, so, wow, es gibt wirklich Menschen, was so weit hochen. Aber auf alle Fälle. Meine Drop 3 Triere. Es ist so gut. Meine Drop 3 Triere. Triere. Ist auf Platz 3. Da, wie heißt es? Der Leopard. Der Leopard. Weil er so schnell rennt. Ja. Er gefällt mir voll. Er ist ein Gepard, du Trottel. Ja, nein, ich habe der was halt schnell rennen kann, okay? Der was schnell rennen kann, ist finde ich voll cool. Was finde ich noch cool? Was mir jetzt mal gedacht dann? Der Ding da, Anglerfische. Hey, finde ich alle noch fett geil. Was? Oh, heißt ein Fett, heißt ein Fett. Es sind die richtig hässlichen mit der Laterne, die was so richtig lange Zähne haben. Ah, ja. Das sind so Legenden, die sind die was ganz tief im Wasser sind. Genau. Na, das passiert mir jetzt auf Luft, dass mir Leute noch meine drei Lieblingstiere fragen. Aber ich habe erst jetzt einmal so ein Video gesehen, weil ich mir echt dann. Ich habe mich schon überlegt, ob ich Laughing Joke um die Top 3 Lieblings von. Nein, aber weißt du, ich habe jetzt erst mal ein Video gesehen, wo so ein mega cooles Tier war, aber ich habe vergessen, was das war. Und dann sage ich einfach nur Quallen, weil ich finde Quallen voll cool. Was? Quallen? Wie kannst du das denn cool? Ja, logisch sind die Wichser. Aber die schauen voll cool aus. Jeder auf den Strand. Es gibt ein Quallenreaktion. Ich bin schon voll, auf den Quallen gestochen worden. Ja. Easy. Ist nicht fein. Echt nicht, nein. So, Adi, du? Boah, ich bin nicht so gut, ich bin enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, Gott, das ist schwierig. Ey, Boah, komm auch schon. Ja, also nochmal ein Schwein. Ich sage einfach Hund als Loyalität gegen mein Gegenüber. Dann sage ich Schlange, weil Schlange mich früher schon voll fasziniert. Und ich habe lange eine Schlange gehabt. Lange eine Schlange. Eine lange Schlange oder lange eine Schlange? Lange eine Schlange. Okay. Und das dritte sind. Sagen wir Fische. Fische im Allgemeinen. Ich habe einen Gartenteich mit Keulkarpfen. Du musst was Cooles sagen.
Okay, dann sage ich einen weißen Hai. Okay, das ist cool. Ist cool. Okay. Das ist cool. Bin ich jetzt? Ja, du bist. Jo. Okay. Auf Platz 3 sind Koala. Einfach quasi den ganzen Tag nichts ding. Okay. Und heim kann ich. Was? Wieso nicht? Ja, ja, wieso? Kannst du voll damit reinfühlen, gell? Kann ich mich total damit identifizieren. Nummer 2 sind Pinguine, einfach weil Pinguine. Weil sie auch nicht kennen. Kannst du einfach keine weiteren erklären. Kannst du ja von alleine Pinguine. Da hat es früher so eine Serie gegeben auf Super, der lernt irgendwie die Pinguine von meiner Gast oder so quasi. Der im Zoo Nickelodeon. Oder Nickelodeon, habe meine oder ich glaube, habe meine all-time Lieblingsserie. Ist so cool. Ich glaube, im Kowalski. Was haben sie gehasen? Kowalski, Skipper. Roger. Skipper, Roger. Der Skipper, wo der mit dem flachen Dings da, na, Skipper. Nicht Roger. Nein, Roger, glaube ich, ist gleich. Na, warte, Rico. Der Ronny, was die ganze Zeit gewunken hat. Rico, der was alles aus. Aber dann fällt nur der kleine Knuffige. Was alles geschluckt hat. Ja, jetzt ist Patrick. Nein, ich nicht so ein Mord in Kopf. Mord, heißt der Lemur. Keine Ahnung. So, die Google. Private. Ja, bitte. Was? Private. Private. Bravo. Bravo, Michi. Toll, los, kämen die Kinder. Oh ja, da war ich noch Fernsehen geschaut. Digga. Da war eigentlich ein guter Laptop. Da war das Fernsehen auch noch wert. Ja, da war es echt noch wert. Ja, da hat es auch noch nicht anders gegeben. Nein, was noch? Und du hast das dritte schon ausgefetzt? Nein, Elefanten, weil Elefanten auch cool sein. Und so einfach. Braucht es keine weitere Erklärung. Sehr schön. Ja. Geil, ja, dann so Empfehlungen in der Woche. Folge, die werden noch fett lang. Okay, noch ein Intro geht's los. Ist ja gleich. Yo, die Empfehlungen der Woche! Die Leute hören sich alle so viel gerne meine Stimme um. Richtig. Okay, wer hat Boom? Gut, Also meine Empfehlung der Woche, das hat sich jetzt erledigt, ist zum einen in Song, was danach der Adam vorstellt, weil er mir davor schon gesagt hat, dass genau. Er vorstellt. Und zum anderen Liedl, was der Blanco, den was ich eigentlich davor schon gesagt habe, was ich. Nein, auch nicht davor überhaupt Blanco mit San Remo in Verbindung gebracht, das heißt, er mit dem Auge getreten. Ist gleich. Ja, eben, ich nicht Frauen gewählt worden, heißt eben. Nein, ich habe mit Laforette. Cola Pesce und Di Martino und der Manneskind waren Sam. Und in Dings so im Blanco, ich war in Sam zu Hang das erste Mal gehört, ist gleich. Auf jeden Fall, der Sam hat ein neues Liedl ausgebracht mit einer anderen Sängerin, nämlich der Madame. Und sie heißt Tutti Moyen und sie ist gut. Mir gefällt es. Ein paar Leute sind also voll begeistert. Also, und sei es gut. Ja. Hell, ja. Ja. Mir gefällt es. So, okay. Ganz easy. Einfach. Sehr schön. Dann fährt sie weiter, oder? Wenn wir schon bei Musik sind. Und zwar heißt das Lil Mark Wallace. Nein, Christopher Wallace. Ach, du hast Mark Wallace. Scheiße, ist das peinlich. Ja. Schnelle Ausrede, es gibt einen guten Radlfahrer, was Mark Wallace heißt. Okay. Darf ich dich fragen, weißt du, wieso es Christopher Wallace heißt? Keine Ahnung. Hab ich gleich. Nein, weil es hat keinen Zusammenhang zum Text, der was sich mir erschließt. Wohl. Egal, um sehr soll es gehen. Das Lied ist ziemlich cool gemacht. Mir gefällt der Beat brutal gut. Von ganzem Lied bin ich hab echt positiv geworden. Hab ich schon gesagt, warum empfehle ich das? Stimme. Ja. Also. War jetzt Kim. Warum empfehle ich das? Warum bin ich überhaupt auf das Kim? Weil es von einem Kollegen von mir ist. Und es ist eine Instagram-Story. Ab heute posten wir nämlich die Empfehlungen der Woche einer Instagram-Story. Yes. Das könnt ihr auf Spotify unhochen. Süchtet noch Mark Wallace. Wieso nicht? Kann man das suchen? Nein, es ist wirklich geil. Voll perfekten Hintergrund gehen zu lassen. Es ist ein Leitschalplidl. Und ja, vor allem Brunnenkneim, muss man dazu sagen. Hut ab für die Leistung, wirklich. Support the Locals. Allem besser was machen, aber nicht machen. Okay, genau. Ich empfehle jetzt auch voller Local-Seite, der ist noch ganz, ganz klein. Hat fast keine Follower und jeder, glaube ich, merkt, dass das voll Ironie ist. Ah, ähm. Ja, ich habe mir gedacht, wie schlecht du einfach. Also ich bin jetzt einmal ganz gemütlich auf dem Balkon draußen geguckt und bin so Instagram durchgestöbert und bin also auf die Vorschläge gekommen. Ja, so eine Kacke. Nein. Michis Empfehlung ist eine schlechte. Nicht laut. Und nachher bin ich auf die offizielle Seite von der NASA gekommen, okay? Und der hat etwas 60 oder 80 Millionen Follower, okay? Was fett viel ist in meinen Augen, okay? Und nachher, und dann habe ich da, so, ich da so durchgeschaut und das sind so schöne Bilder, was die posten. So schön. Also ich bin sicher wirklich, ohne Witz, eine halbe Stunde geguckt, richtig Zeitverschwendung, eine halbe Stunde geguckt und bin dann auch so weitergegangen, bis ich irgendwie realisiert habe, dass ich allem noch weitergehe. Da waren so geile Bilder dabei, das hat mich voll fasziniert. Jetzt muss ich
dann noch muss ich also, ja, das ist eine absolute Empfehlung. Also, es sind echt coole Sachen. Es sind auch so Videos, wo sie so oben auf der ISS sind. Das hat man echt gut. Jetzt habe ich gemeint, es gibt Breath in Death, ASMR, ja. Und nachdem ich davor so viel geschrieben habe. Ich komme schon nochmal, dann anders mal. Easy. Gut. Dann war's das. Ja, jetzt schlecht, dann war's das. Lange vor. Ja, jetzt geht 50 Minuten. Haben wir schon länger gehabt. Mit unserer Englisch gleich. Kleiner paar gute Witze darunter. Kann man sich 50 Minuten schon umholen. Eben. Na gut. Hauptsache es sind noch zwei Top 3 geworden statt 3. Ist wurscht. Genau. Abschließende Worte, vielleicht will mir gerade so nicht wirklich zumachen. Vielleicht. Aber vielleicht. Ich empfehle den Knecht, führen Sie mal aus, die ziehe ich mal. Die empfehle an alle Juve- und Milan-Fans, wechselt die Mannschaft. Helft einfach immer zu und Milan. Das werden ja noch mal los. Passt, macht's gut. Gut, wir hören uns. Danke fürs Schalten. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss. Macht's gut.